Sport und Freizeit heißt es jetzt bei Pearl TV, liebe Zuschauer. Und keine Angst, wir schicken Sie nicht erstmal ins Fitnessstudio, wo man sich gegen 20, 30 andere erstmal durchmodeln muss, die so richtig schöne Sixpacks haben, so einen richtigen Knackepo und so weiter, wo man sich selber dann als Durchschnittsmensch vorkommt, wie irgendeiner, der wahrscheinlich schon seit 100 Jahren gefühlt keinen Sport mehr gemacht hat. Wir zeigen Ihnen, wie Sie einfach und schnell, gerade jetzt pünktlich zum Frühjahr, wieder in Form kommen können, ein paar lästige Funde verlieren und das mit wirklich modernsten Trainingsmethoden, die, und das muss man ganz klar sagen, deswegen auch so praktisch sind, Kathi, weil der Körper die vollautomatisch macht, oder? Das ist das Schöne. Und diese Vibrationsgeräte, die wir Ihnen jetzt vorstellen, die sind mittlerweile auch in fast allen Fitnessstudios, weil es einfach ein sehr, sehr effektives Training ist. Die Profisportler arbeiten damit, gerade auch nach Reha-Maßnahmen oder in Reha-Maßnahmen werden die sehr gut eingesetzt. Die ganzen Stars und Sternchen benutzen die, weil es einfach wirklich ein Training ist, was nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, aber sehr, sehr effektiv ist und womit man den gesamten Körper wirklich von oben bis unten dann auch trainieren kann. Das ist das Schöne an den Geräten. Ja. Und wir haben heute mal für Sie eine Produktauswahl hier zusammengestellt. Sie sehen, hier stehen drei Geräte. Wir beginnen hier hinten mit einem Trainingsgerät. Das ist der Klassiker. Ja, das ist der Klassiker. Das ist ein schönes Einsteigergerät. Ja. Wir gucken uns das an aus dem Hause NewGen Medicals. Ein Vibrationstrainer, klein und kompakt. Das ist der Vorteil an diesen Geräten, die wir jetzt zeigen. Also die ersten beiden sind kleine, kompakte Geräte ohne Haltestange. Aha. Das Besondere an diesen Geräten ist dann, mit dieser kleinen, kompakten Bauweise, die kann man gut in Wohnungen zum Beispiel haben, wo man nicht viel Platz hat. Die kann man einfach unterm Bett verschwinden lassen, unter die Couch oder so, weil die sind ja nicht so hoch. Also die nehmen wenig Platz weg. Ist ein anderes Kaliber als ein Laufband oder vielleicht noch eine Multipresse oder was, die so manch einer irgendwo im Wohnzimmer stehen hat, quasi als Hauptdeko-Element. Oder heißt, als halt die großen Vibrationstrainer, die dann halt auch dann die Haltegriffe dran haben. So. Und dieser Vibrationstrainer, der hat eine vertikale Vibration, das heißt, er vibriert in eine Richtung. Das spricht dann die transversale Achse des Körpers an. Das ist wirklich ein sehr schönes Training, auch für Einsteiger wunderbar geeignet. Sehr übersichtliches Display, was wir hier sehen. Wir haben eine Timer-Funktion oben am Display. Ja. Die läuft erstmal auf 10 Minuten und 10 Minuten Training bitte reicht am Anfang völlig aus pro Tag auf diesen Geräten. Nicht übertreiben, weil es ist dann wirklich sehr intensiv, auch wenn Sie das nicht denken. Man denkt immer, auch wenn man sich das anschaut, es sieht ja einfach aus, aber es spricht schon den gesamten Körper an. Ja. Hier Plus- und Minustasten, um die Intensität zu regeln. 15 verschiedene Intervalle haben wir, also definitiv auch etwas für die etwas geübteren Zuschauer zu Hause. Und wir haben sogar noch, und das sehen wir da unten drunter, einige Automatikprogramme sind hier noch voreingestellt. Quasi der eingebaute Personal Trainer sozusagen. Genau, genau. Aber du kannst ganz tolle Übungen machen. Du hast eine Fernbedienung im Lieferumfang mit dabei. Das heißt, wenn du auf dem Gerät stehst, kannst du dann hier auch wunderbar trainieren und dann auch von oben halt mal regulieren, wenn du ein bisschen weniger möchtest oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Das kannst du dann von oben großen machen. Notstopp sehen wir auch, wenn da irgendwas sein sollte. Wenn dir der Kreislauf mal absackt oder was, kannst du entweder mal schnell mit dem dicken Zeh kurz drauf tippen oder jederzeit an der Fernbedienung die Maschine auch rucki-zucki ausmachen. Okay, das Prinzip der Maschine ist eigentlich klar. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal im Trainingsbetrieb anschauen, liebe Zuschauer. Und Sie achten bitte zu Hause mal drauf, auf das, was Kathi gerade gesagt hat. Ihr ganzer Körper wird mit einem einzigen Fitnessgerät perfekt trainiert. Und wir reden hier von ungefähr 98% der Muskelgruppen, die Sie im Körper haben. Und da hat Kathi vollkommen recht. Da reichen 10 Minuten am Tag vollkommen aus. Denn 10 Minuten auf einem Vibrationstrainer entsprechen ungefähr 90 Minuten in einem Kurs schweißtreibend in einem Fitnessstudio. Die 90 Minuten hat nicht jeder Zeit am Tag, aber die 10 Minuten werden auch Sie haben, morgens, mittags oder vielleicht auch mal in den Abendstunden. Jetzt sehen wir das gerade bei dir. Das geht quasi an den Füßen los, über die Oberschenkel, die Waden natürlich mit eingebunden, der Hüftbereich selbstverständlich, das Gesäß und natürlich auch der komplette Oberkörper. Alles ist bei dir irgendwo in Bewegung und ich habe nicht das Gefühl, dass du irgendwie aktiv dazu eingreifen musst. Musst du auch nicht. Dein Körper arbeitet hier gegen die Vibration vom Trainer und die Muskeln werden angespannt. Ja. Also ein sehr schönes Training und du kannst mit diesen Vibrationstrainern drei Arten eigentlich von Training machen, also drei Trainingsbereiche. Das ist einmal dann das Krafttraining, dann die Dehnung und die Massage. Ja, jetzt haben wir hier einige Kundenstimmen, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten, liebe Zuschauer. Das Vibrationsgerät ist der totale Wahnsinn, schreibt unser Kunde aus Paderborn. Ich trainiere manchmal vor lauter Freude dreimal täglich, habe wirklich Spaß am Training, obwohl ich vor diesem Gerät kaum Sport gemacht habe. Man kann förmlich spüren, wie die Fettpölsterchen schmelzen. An dieser Stelle möchte ich mal kurz reinhaken, denn jetzt werden wir uns gleich mit dem nächsten Trainingsgerät beschäftigen. Das Schöne ist, wir haben unseren Vibra-Trainer mit der NC5280 und der 569 heute zu einem spitzenmäßigen TV-Sonderpreis. Bei diesem Preis sogar noch Porsche
Transporte und versandkostenfrei bis direkt vor die Haustür geliefert. Wir sind bei Gerät Nummer 2 und das ist quasi, Kathi, die konsequente Weiterentwicklung des ersten Vibrationstrainers. Der vibriert jetzt auf 2 Arten, horizontal und vertikal. Genau, das heißt, nennt über man 2 Oszillation Achsen. Im Fachkreis dann. Und das bedeutet, du kannst hier die horizontale und die vertikale Vibration auch separat einstellen. Das fühlt sich dann für den Körper etwas natürlicher an, da diese Vibration in 2 Arten passiert. Kannst du individuell einstellen. Ich mache jetzt hier mal beides schön an. Auch und hier, und das muss man gleich dazu sagen. Mit Fernbedienung wieder natürlich, dass du auch von oben trainieren kannst. Ja. Auch da muss man ganz klar dazu sagen, wir haben auch hier unterschiedlichste Intervallmöglichkeiten. Das heißt, Sie können von ganz soft bis richtig hart einstellen. Ist demzufolge natürlich genau das richtige Trainingsgerät für die Einsteiger, die lange Zeit vielleicht auch nichts mehr gemacht haben, beruflich bedingt, körperlich bedingt. Da spielen Kinder eine Rolle, da spielt vielleicht auch das soziale Umfeld eine Rolle. Also auch diese Herrschaften werden damit sehr, sehr schnell wieder in Form kommen. Und natürlich ist das auch etwas für die geübten Sportler, vielleicht auch gerne mal als Ergänzung zu anderen Sportarten. Jetzt haben wir das gerade bei dem ersten Gerät gesehen, Kathi, da standst du eigentlich relativ entspannt eigentlich nur drauf. Jetzt kann man diese Übungen aber auch noch variieren, wenn man das möchte. Und das, was du gerade zeigst, dieses Runtergehen so ein bisschen in die Knie, kenne ich persönlich aus der Skigymnastik. Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe ja eben erklärt, man kann 3 Arten von Training auf diesen Geräten machen. Einmal das Krafttraining wirklich, dann halt die Dehnung und die Massage. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Übungen. Eine Anleitung und ein kleines Poster kommt zu Ihnen nach Hause, wo Sie sich die Übungen auch nochmal anschauen können. Ja. Und hier zum Beispiel dann einfach mal Kniebeugen. Gibt es verschiedene Arten, also eine leichte Kniebeuge, einfach nur hier schön die Expander schon mal ein bisschen mitnehmen für die Arme. Oder auch eine tiefe Kniebeuge kann man dann auch schön machen. Das sind so 2 der Formen, also je nachdem nach Trainings Stand quasi von Ihnen zu Hause, können Sie dann da auch variieren. Mhm. Das spricht dann wirklich natürlich nochmal ganz andere Muskelgruppen an. Das geht schon richtig auf die Oberschenkel und speziell aufs Gesäß. Ich darf anmerken, dass das bestimmt auch eine hervorragende Übung ist, vielleicht mal gegen die unangenehmen Dellen am Oberschenkel, kurz Zellulitis genannt. Ist das richtig? Mhm, auf jeden Fall. Aha, also deswegen sind die Mädels so heiß drauf hier, jetzt verstehe ich. Ja, das gibt es halt schon gerade diese Übung, wenn man dann so ein bisschen hält auch, so eine ganz normale Kniebeuge. Es gibt natürlich auch einen schönen Popo dann, ne? Immer schön halten. Sagt man in Köln dazu. Ja. Das merkt man dann auch sofort. Das ist wirklich dann auch richtig anstrengend, muss man sagen, dadurch, dass die Platte hier arbeitet. Man kann aber viele weitere Übungen machen. Ich habe mir jetzt mal die Matte dahinter gelegt, weil du kannst zum Beispiel dann auch, gerade wenn du noch Kraftübungen machen möchtest, klassische Liegestütze auf dem Gerät machen oder Frauenliegestütze. Oh, jetzt wird's auch interessant. Jetzt einfach das mal hier dann hin und dann auf dem, guck mal, wie die Platte vibriert, das macht die Liegestütze dann noch intensiver. Hier. Winkeärmchen, super. Ja. Guck mal hier. Also, Sie merken schon, liebe Zuschauer, dass man diese Übungen natürlich auch ohne Vibrationsplatte machen kann. Aber durch die Vibrationsplatte, in diesem Fall durch die horizontale und die vertikale Vibration, also über 2 Achsen, wird die Intensität natürlich nochmal um ein Vielfaches potenziert. Wir machen hier nichts anderes als beispielsweise das, was Ihr Körper macht, wenn Sie über Kopfsteinpflaster gehen, sprich also über einen unebenen Boden. Dann gleicht Ihr Körper die Unebenheiten mit Anspannen und Lockerlassen der Muskeln natürlich auch aus. Und hier wird das um ein Vielfaches potenziert. Sie werden feststellen, dass Sie nach 1-2 Wochen anfangen, Ihre Übungen zu variieren, vielleicht also auch nochmal speziell den Bauch damit trainieren. Wirklich ein perfektes und ausgewogenes Ganzkörpertraining, was wir hier für Sie haben. Und das für deutlich unter 230 Euro, liebe Zuschauer. Diese Fitnessgeräte kosten normalerweise im Fachhandel locker um die 400-500 Euro. Heute natürlich zum TV-Sonderpreis hier bei Pearl TV zu haben. Sogar Porto und Versandkosten frei geliefert bis direkt vor die Haustür. Also wenn Sie wirklich mal ein bisschen was tun möchten, vielleicht mal wieder in Form kommen wollen, die Bikini-Saison beginnt bald, wäre das genau die richtige Übung. Jetzt haben wir hier aber auch das Parademodell für Sie aufbereitet und das ist natürlich jetzt auch mal genau das Richtige für die Einsteiger oder vielleicht auch für etwas körperlich gebrechliche Personen, denn hier haben wir zusätzlich noch mal diese Haltegriffe. Mhm. Das ist natürlich schon ein richtiges Profigerät dann auch. Wow. Also wirklich das Tolle an dem Gerät ist erstmal, was du gerade angesprochen hast, dass man die Haltegriffe hat. Das heißt allein das aufs Gerät steigen, da kann man sich schön festhalten. Wenn man auf das Gerät steigt, dann hier sind die Pulsmesser direkt an der Seite integriert. Eine ganz wichtige Sache, wenn Sie sich auch bei dem Training hier kontrollieren wollen. Sie sehen das hier in den Griffen, da diese silbernen Applikatoren. Die umhält man dann einfach mit den Fingern, so umfasst die. Dann wird der Puls mit angezeigt. Also das nochmal so ein kleines Extra. Also auch da, wenn man jetzt wirklich mal wissenschaftlich rangehen möchte, um beispielsweise in einem bestimmten Fettverbrennungspuls zu trainieren oder vielleicht auch gerne mal die Ausdauer ein bisschen voranzutreiben, dass man eben nicht nach den ersten 2-3 Treppenstufen schon außer Atem ist und vielleicht einfach
einfach mal wieder etwas fitter durchs Frühjahr und durch den Sommer kommt, hilft natürlich auch hervorragend gegen die berühmte Frühjahrsmüdigkeit, dann ist das hier für Sie genau das richtige Gerät. Super finde ich vor allen Dingen auch diese übersichtliche Displayführung hier. Die anderen beiden hatten das natürlich auch in etwas kompakterer Form. Hier ist das jetzt alles super übersichtlich. Einschalten, ausschalten, die Programmwahl, auch hier natürlich vorgefertigte Programme oder eben manuelle Einstellung, Timerfunktion natürlich und hier eben für die manuelle Einstellung die Geschwindigkeitsregler. Alles schön groß und schön übersichtlich, kann ich super ablesen und denkbar einfach einstellen. Ne? Hier kannst du dich zusätzlich mit Musik dann motivieren, denn wir haben hier Lautsprecher mit integriert. Oh, wie cool ist das denn? Das heißt, kannst dann halt dein Smartphone oder MP3-Player anschließen und hast dann noch tollen Sound, während du hier deine Übung machst. Ja. Und bei dem Gerät ist dann halt wirklich dieser Vorzug auch, dass man vielfältige Übungen machen kann, zum Beispiel auch dann auf einem Bein, gerade diese Vibrationstrainer mit den Griffen. Man kann seine normalen Übungen machen, wie klassische Kniebeugen zum Beispiel. Ja. Hat da halt mehr Sicherheit dann über die Armgriffe natürlich noch. Aber kann dann sich auch mal ausprobieren. Kann zum Beispiel diese Übung, wo du auch mal ein Bein wegnimmst, sowas halt machen. Ja, ne? Da geht's aber schon ans Oder Eingemachte diese hier, ne? Übungen, ja, wo du halt auch auf die Zehenspitzen stellst, hast du hier halt bei so einem Trainer, wo du Armgriff hast, mehr Halt. Also dann gehst du vorne mal einfach auf die Zehenspitzen. Das zieht natürlich jetzt richtig auch in den Waden hier, ne? Ja, natürlich. Ja. Das geht hier wirklich überall hoch. Und man hat einfach den Halt durch diese Griffe, die man hat. Ja. Das ist auf den anderen beiden Vibrationstrainern dann halt ein bisschen schwieriger. Ja. Da muss man schon ein bisschen häufiger auf das Gerät gehen, um das dann machen zu können. Ja. Hier halt diese Stabilität. Aber du hast zusätzlich auch noch die Expander, wie du vielleicht Expander, gesehen die hast. Die wir eben bei den ersten beiden Geräten zum einen als Stabilisationsmöglichkeit angeboten haben. Natürlich auch, um die Armmuskulatur mit einzubinden, der Bizeps beispielsweise, aber natürlich auch die Schultermuskulatur. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man da also speziell auch diese Muskelgruppe noch mal ganz besonders isolieren kann. Und gerade jetzt im Sommer, wo die T-Shirts kommen, vielleicht auch für die Damen die Trägertops, vielleicht auch die Spaghetti-Trägertops, da sieht das natürlich ganz einfach noch mal etwas anders aus, wenn man obenrum einfach etwas mehr trainiert ist, als das vielleicht in den letzten Jahren tatsächlich der Fall war. Liebe Zuschauer, während wir Kathi noch sehr schön beim Sport zuschauen können und Sie werden eine ausführliche Anleitung natürlich in deutscher Sprache mit nach Hause geliefert bekommen, um Ihre Übungen auch mal ein Stück weit zu variieren, um Ihrem Körper immer die nötigen Anreize zu geben, sollten wir den Preis mal thematisieren. 313,41 €, da schluckt man natürlich zunächst einmal und denkt sich seinen Teil dazu. Aber ganz ehrlich, liebe Zuschauer, dieser Vibrationstrainer liegt normalerweise bei einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von knapp 700 €. Das ist auch ungefähr das Preisgefüge, was man für vergleichbare Geräte im Einzelhandel erwarten darf und ich fürchte auch erwarten muss. Umso interessanter ist das heute mit einem Preisvorteil von satten 55%, über die Hälfte gespart bei unserem Vibrationstrainer mit den praktischen Haltegriffen. 313,41 €, Bestellnummer hier ist die NX1107 und die 569. Und nochmal bitte, hier werden über 95% Ihrer Muskelgruppen, fast 98% Ihrer Muskelgruppen im Körper gleichzeitig angesprochen. Und das wird auch Sie innerhalb kürzester Zeit deutlich fitter machen. Und sicherlich werden Sie auch nach den ersten Erfolgen dann auch anfangen, vielleicht auch mal 15 oder 20 Minuten zu trainieren. Denn das motiviert. Mitunter möchte man aber auch ganz gerne noch mal etwas nachhelfen. Und ich muss auch zugeben, auch an mir ist der Winter nicht ganz spurlos vorübergegangen. Ja, und da haben wir was Schönes hier mitgebracht. Ja. Das ist aus dem Hause Perry Nature. Perry Nature steht für Nahrungsergänzungsmittel, die aus rein natürlichen Substanzen produziert sind, sind in Deutschland hergestellt, ganz, ganz wichtig, also ein natürliches Produkt. Und diese Fatburner-Kapseln unterstützen Sie dann vielleicht, wenn Sie ein bisschen Diät machen wollen, wenn Sie wirklich ein paar Pfunde verlieren wollen, hier nochmal in Ihren Bemühungen. Das funktioniert ganz hervorragend. Sie nehmen zwei von diesen Tabletten vor einer Mahlzeit, so eine halbe Stunde davor, mit einem großen Glas Wasser ein. Und hier ist indischer Kürbis, der den Appetit zügelt mit drin und grüner Spargelextrakt. Und grüner Spargel ist super, der, du kennst es ja von Spargel, der Spargel entwässert, der treibt, genau, der entwässert schön. Und da wird halt dann Fett im Körper quasi gebunden und austransportiert. Und das ist halt das Schöne. Probieren Sie es mal aus. Sie können hier sich so einen kleinen Vorrat anlegen mit diesen Gläschen. Wie gesagt, zwei ungefähr von diesen Kapseln vor einer Mahlzeit. Und dann wird das dann direkt besser. Schau mal, so ungefähr sieht das im Körper auch aus. Das heißt, sämtliche Stoffe, die du, oder fast alle Stoffe, die du deinem Körper zufügst, werden ganz einfach entsprechend gebunden und dann auf natürlichem Wege wieder ausgeschieden. So oder so ähnlich läuft das auch in Ihrem Körper ab. Was auch immer Sie tun, haben Sie ganz viel Spaß damit.